So, jeden Moment. Und ich hoffe wirklich, dass es so viel bringt, wie ich denke. Aber eigentlich müsste es doch die Effektivität der Roboter verdoppeln. Also die Geschwindigkeit bleibt gleich, aber sie tragen doppelt so viel. Das sind jetzt alle ausgelastet. Komm, mach Bling. Die drei hier arbeiten nur. Mach Bling. Mach Bling. Bling. Sehr schön. Was braucht das nächste? Das ist eklig. Nein, das will ich erstmal nicht. Geschwindigkeit wäre noch okay, aber hellblaue Tränke sind momentan noch ein Problem. Wir sollten also erstmal irgendwas machen, was nur Rot und Grün braucht. Und davon am besten auch nicht so viel, weil ich glaube, die Vorräte da waren auch nicht so gut. Gehen wir kurz raus. Ja, Kisten beschränken, damit habe ich es echt nicht so, hm? Ah, doch, die haben alle 20. 20 mal 10, die haben alle 200 vorrätig. Okay, wie schaut es da unten aus? Die ist bestimmt auch nicht beschränkt, oder? Mist. Okay, wir haben ein paar rote Tränke, die wir benutzen könnten. Wie schaut es bei den grünen aus? Auch nicht beschränkt. Auch nicht beschränkt, aber auch hier haben wir einen guten Buffer. Ja, gib her Forschung, die rot und grün braucht. Inserter Item Stack Size Bonus. Das könnte. Also für später ist es irre wichtig. Für jetzt, weiß nicht, wir haben jetzt schon Tonnen von Draht und alle anderen Sachen werden nicht so schnell hin und her geschoben. Pollution Cleaning Modul 2. Macht Pollution minus 30 jeweils und das einer machte 20. Der Sprung war nicht so groß. Deswegen war ich da am Anfang gegen. Rote Blätter bräuchten wir für die besseren Boiler. Ja, machen wir den. Research. So. Und jetzt will ich gucken. Sind immer noch alle beschäftigt. Okay, aber es kann auch nicht instant alles besser werden. Die müssen ja erstmal die Sachen abholen und dann wegbringen und so weiter. Aber ich hoffe, wenn ich jetzt so in 2-3 Minuten da nochmal raufgucke auf so eine Kiste, dass dann ein paar arbeitslos sind. So, ich würde ganz gerne Strom. Ja, ich würde ganz gerne Strom weiter ausbauen. Das war hier die nächste Reihe. Die hier werden auch schon alle befüllt. Gib mir mal so 3 Stacks immer. Ich hatte auch einen Roboport gebaut, aber... Ah doch, der passt hier ran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die Mauern sind auch noch drin. Das heißt, wenn die Mauern zerstört werden, könnten jetzt Roboter kommen und das... Oh, Strom hast du keinen. Es könnten dann Roboter kommen und die Mauern neu aufbauen. Dazu müssten wir aber auch die Mauern erstmal automatisieren. So, dann würde ich ganz gerne das hier... Also ich... 1, 2, 3 Felder sind die breit. 1, 2, 3 da. Und sie haben sich immer überlappt, das ist richtig. Das heißt, es geht ganz knapp nicht auf mit diesem doofen Ding. Und du stehst im Weg. Super. So, du lädst dich auf, du hast keinen Router, aber wir haben jetzt hier überall Abdeckung. Aber das klappt immer noch nicht. Mist. Ja, aber wir haben theoretisch schon mal die Möglichkeit und das ist gut. Also wir könnten das gesamte Ding hier von Robotern befüllen lassen, um mir Arbeit abzunehmen. Aber dafür haben wir anscheinend immer noch nicht genug Roboter und auch nicht schnell genügend Roboter und auch nicht Roboter, die genug tragen. Auch wenn sie jetzt 2 Stück immer dabei haben sollten. Alle mit dem Stein beschäftigt, das ist doch albern. Aber ich hole jetzt wirklich 2 ab, ne? 4? Ne, 2. 2. Ja, 2 Schritte, okay. Habe ich Steine im Inventar? Nein, ich heb dich mal auf. 2 Steine, ja. Okay, tut mir leid, kleiner Roboter, dass ich dich weggefangen habe. Ich musste nur mal ganz kurz testen, ob da nicht doch irgendwas von Dietek gedreht wurde und die Tooltips nicht richtig waren oder so. Aber doch, die tragen jetzt 2 und kommen immer noch nicht hinterher. Ich brauche mehr... Viel, viel mehr. Dafür brauche ich aber erstmal die Dinger hier. Dafür brauche ich grüne Chips im Inventar. Das sollte nicht... Oh.
Oh, sind meine 100.000 grünen Chips hin. Die sind schnell weggegangen. Es mangelt an Eisen. Ach so, weil kein Roboter da ist, der Eisen hinfliegt, weil sie alle mit anderen Sachen beschäftigt sind. Ja. Was ist mit der Steinkiste? Ist sie nicht irgendwann mal voll? Ja, das war das letzte Zahnrad, was gebaut wurde. Das heißt, jetzt soll sich das auf 50 Steine stauen und dann werden die Steine schon mal nicht mehr hin und her geflogen. Nicht so gut. Oh, und bau bitte noch das da. Und ich brauche mehr Stahl. Der war gut. Der war echt gut. Das ist echt problematisch. Hier kriegst du ein bisschen mehr Treibstoff. Ja, wir brauchen mehr Ressourcen, definitiv. Wir haben hier allerdings schon eine dickere Wolke inzwischen. Die Basis müsste da eigentlich weg. Aber das packen wir nicht. Ich muss das mit dem Eisen... Wie viel Eisen haben wir hier unten drin? Staut sich nicht. Nö, Kupfer staut sich. Ja, toll, das bringt uns nichts. Hier ist auch schon überall ohne Ende Kupfer drin. Ja gut, lässt sich nicht ändern. Ich brauche mehr Drills. Dafür brauche ich mehr Eisen. Ich brauche Eisen, um Eisen zu machen. Das ist ganz normal. So, du bist leer. Das heißt, wir bauen dich mal wieder um, damit wir das Eisen hier auch bekommen. Das war genau wie drüben auch. Einmal so. Nicht da. Einmal so, so. Und schön auf die Seite, wenn es keine Probleme mit dem Kupfer da gibt. Gut. Dann bau einen Drill. Wir haben jetzt schon... Achso, dich können wir noch erweitern. Da. Das geht jetzt auch wieder ein Ticken schneller. Okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, wir hatten das mal auf 6 beschränken wollen. 6 oder 7. Und ich bin jetzt dabei, den 9. zu bauen. Ach ja, sehr schön. So, und zwar bauen wir dich hier, damit die Reste da weggebaut werden. Ich habe allerdings keinen von den guten Schmelzöfen mehr. Nee. Das heißt, jetzt muss da der billige hin. Und hier brauchen wir wieder ein halbes Ärmchen. Da. Zack. Zack. So, und Treibstoff, bitteschön. So, also haben wir jetzt 8,5 Schmelzöfen, die arbeiten und Eisen produzieren. Und das ruckelt hier schon mit dem Eisen. Ich könnte natürlich einfach auch hier irgendwo schon eine Kiste hinbappen. Ich brauche Stahl. Also eine Kiste hinbappen, die hier schon Eisen rausfängt und dem System zur Verfügung stellt. Hey, wir haben 45 Roboter, nichts zu tun haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das heißt, jetzt dürften die Abläufe hier alle wesentlich flüssiger sein. Da sind 27 Mauern. Daraus müssten wir eigentlich eine Bitschön-Kiste machen. Später. Ich muss das alles erweitern. Ich bräuchte viel mehr Stahlproduktion. Ich brauchte einen größeren Eisenpuffer. Ich bräuchte eigentlich noch mehr hellblaue Tränke wahrscheinlich. Noch mehr grüne Chips, noch mehr rote Chips. Ja, mal gucken. Jetzt könnten wir auf jeden Fall schon mal bessere Boiler erforschen. Wir könnten Mining Drills 3 erforschen. Haben wir 2 überhaupt schon? Nö, wir haben 2 noch gar nicht. Was machst du? Es ist wieder kein Pollution-Wert angegeben. Arbeitet mit 1,25. Der davor arbeitete. Wo bist du? 0,5. Also ja, ist ein ganzen Zacken schneller. Bräuchten wir aber auch wieder einen besseren Schmelzofen für, weil es bringt uns nichts, wenn wir eine ganz schnelle hier Anlage haben, Abbauanlage, wenn das Schmelzding nicht hinterherkommt. Pollution 3,6 ist übel. Gehen wir mal hier hin. Also. Es ist zu viel gerade auf einmal. Ich bräuchte eigentlich jetzt die elektronischen Schmelzöfen,
damit ich da Pollution-Module reinhauen kann. Und ich brauche die Pollution-Module 2. Auch wenn sie nur 10% mehr bringen, ich denke, das wird sich auf jeden Fall rentieren später. Ich brauche aber ebenso Laser-Turret-Schaden, Laser-Turret-Shooting-Speed. Auch wenn die keine so große Reichweite haben sollen. Die Splitter werden dann ein Problem sein. Das heißt, ich bräuchte auch Bullet Shooting Speed und Bullet Damage, damit die Projektiltürme, die dann die Splitter angreifen, dass die genug Schaden machen. Und ich bräuchte die ganzen Metallverarbeitungsdinger für das höhere Zeug und. Das hier bräuchte ich eigentlich auch sehr schnell. Aber hier sind. Na doch, warte mal. 9 Tränke drin, 6 Tränke drin, 5 Tränke drin, 5 Tränke drin. Okay, sagen wir mal, im Durchschnitt sind es 6 Tränke. Okay, im Durchschnitt sind es 5 Tränke. Mal 10 sind 50, also hätten wir genug, um die Forschung zu machen. Ja. Dann. Ja, obwohl die Roboter haben gerade echt nicht so viel zu tun. Aber sobald ich anfange mit den Fuel Blocks, dann haben sie ein Problem. Okay, also erforsch bitte. Schnellere Roboter. Research. Britzel. So. Dann hätte ich gerne ein intelligentes Ärmchen. Und zwar da, wo kein Strom ist. Nein, einfach irgendwo hier. So, du schnappst dir bitte Eisenplatten. Und ich hätte gerne Stahl für eine gottverdammte Kiste. Es braucht 8. Wer, bevor irgendein Roboter das schnappt. So. Eine passive Provider Chest, richtig. Wie kann das sein, dass. Irgendwo wird wieder Eisen gehortet. Es kommt so viel Eisen hier unten an. Und es kommt nichts hier bei den Chips an. Das ist Hammer. Also ja, du verbrennst ziemlich viel Eisen, aber trotzdem. Bringt das überhaupt irgendwas? Dass ich hier jetzt auch nochmal einen Abnehmer gemacht habe? Weiß nicht. Nicht wirklich, oder? Es kommt jetzt nur weniger Eisen unten an. Was ich eigentlich machen müsste, wäre hier schnellere Fließbänder hinzusetzen, damit es sich nicht so staut. Aber das Ärmchen da hat jetzt ganz schön lange eine Eisenplatte in der Hand. Jo, damit wäre unser nächstes Forschungsprojekt auch schon mal festgelegt. Wir brauchen rote Fließbänder, aber nur für das Stück hier. Da, wo es eng ist. Oh, du brauchst Brennstoff. Ja, erstmal schnelleren Abtransport sichern, damit wir noch Eisen haben. Oder erstmal die Electric Furnaces erforschen, damit wir nicht so viel Pollution produzieren. Weil wir sind schon relativ nah dran, ne? Ja. So, was hatten wir noch? Wir hatten noch Chemical Plants. Hatte ich damit irgendwas vorgehabt gerade? Also ich weiß, Fuel Blocks waren ein Problem, dass wir da nicht genug bekommen haben. Light Oil wird jetzt aber wieder mehr, weil das Schweröl umgebastelt wird. Richtig. Das schaut gut aus. Komm mit. Komm mit, komm mit. Die schmeiße ich oben irgendwo rein. Haben die Roboter was zu tun? Dir fehlt ein Eisenrohr. Was ein bisschen peinlich ist, aber ist halt so. Du kannst damit hin. Und Pumpjack. Wir haben noch einen Pumpjack hier auf Tasche. Den würde ich auch noch ganz gerne setzen, weil wir hatten hier auch Engpässe, was das Öl angeht, genau. Das heißt, wir. Oh, das ging schnell. Okay. Nimm. Ja, Electric Furnace. Crafting Speed 2. Du hattest Crafting Speed auf 2. Ja, trotzdem. Kostet nur rote Tränke, grüne Tränke. Geht relativ schnell. Go. Okay. Das hier ist unpassend. Da brauchen wir später größere Rohre. Dann setzt. Alle doof hier. Der da ist okay. So. Dann Rohr, 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 Rohr.
Unterirdisches Rohr. Meine Maus ist irgendwie tot. Mach immer Doppelklicks. Du musst dich drehen. So, wie viel kommt hier gerade durch? 2,3 die Sekunde. Hier ist noch 1,1, 0,4, 0,1. Ja, momentan können wir den Bedarf immer noch ausgleichen durch neue Pumpjacks. Aber irgendwann gibt es keine neuen Pumpjacks mehr, weil wir alle Ölfelder abgedeckt haben. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir die Pumpjacks MK2 bauen. Weil da passt mehr rein. Produziert ihr Smog? Pollution 9. Alter Schwede.